Hallo, nun war sie geöffnet. Die Reichstagswiese, also die Wiese vor dem Reichstag. Der Reichstag ist das Gebäude, wo groß dran steht, dem deutschen Volke. Also sie war geöffnet, diese Wiese, für eine Demonstration der Klimadenker. Was anderen Denkern verboten ist, ist hier erlaubt. Und uns sei damit auch erlaubt, hier unsere Nachrichten vielleicht in Zukunft Top News aus dem Land der Klimaschurken zu nennen. Greta Thunberg hat uns erklärt, was wir alles falsch machen. Unsere Politiker haben das dankend angenommen und werden jetzt höchstwahrscheinlich einen harten Klimakurs fahren. Leute, die Wahl war relativ erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch! Ein besonderes Ergebnis der Wahl war, dass wir jetzt demütig werden. Peter Altmaier hier ganz ganz staatsmännisch, hat mehr Demut gefordert von seiner Partei, ob er von sich selbst dann auch oder ob er auch zu demütigem Verhalten greift. Das steht in den Kalorientabellen, das steht in den Sternen. Wir wünschen ihm jedenfalls viel Glück und viel Erfolg. Und nun noch zu noch einem Phänomen dieser Wahl. Die Analyse sagt, viele junge Leute haben die FDP gewählt. Und hier geht es auch in dieser Analyse, warum das so ist. Das haben wir wieder mal nicht gelesen. Das nur so als Hinweis für unsere Kritiker. Ihr könnt euch darüber wieder das Maul zerreißen. Ja, Leute, junge Leute wählen viel Gelb. Aber wir wissen auch, dass sie viel Grün wählen. Und so wird es bei den Koalitionsverhandlungen vielleicht auch darum gehen, ja, wer bei den jungen Leuten besser punkten kann in Zukunft. Hier nochmal zu der FDP. Warum wählen junge Leute eine liberale Partei? Natürlich, ganz klar, weil sie denken, diese Partei ist liberal. Und sie glauben als junge Menschen immer noch dran, dass was draufsteht, auch drin ist. Möglicherweise gibt es hier auch eine Ernüchterung. Viele ältere Menschen wissen ja, Politiker meinen nicht immer das, was sie sagen. Also Leute, freut euch in Zukunft aus Nachrichten und News aus dem Land der Klimaschurken. Wir werden sehen, was die Koalitionsverhandlungen bringen. Wir werden sehen, wie dieses ganze Koalitionsverhandlungstheater ausgeht. Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Denkt dran, geht hinaus. Sagt euren Nachbarn, Freunden und Verwandten, was ihr denkt und was ihr wisst. Nennt Zahlen, Daten, Fakten. Es wird, es bröckelt, es bröselt, es dauert leider, aber es wird. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.